Nachgefragt bei Ina Scharrenbach zur Heimatförderung in Nordrhein-Westfalen. Wie sieht Ihrer Meinung nach erfolgreiche Heimatpolitik aus? Zur erfolgreichen Heimatpolitik gehört, dass man viel im Land unterwegs ist, dass man viel mit den Menschen zusammenkommt, dass man sehr genau hinhört und das auch mitnimmt und versucht, Lösungen zu finden für die Probleme, die geschildert werden. Wie wird Heimat durch die NRW-Koalition gefördert? Wir fördern das, was Menschen verbindet. Das verbinden wir mit dem Begriff Heimat, Zukunft Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir werden über die nächsten 5 Jahre 113 Millionen Euro zur Verfügung stellen, über 5 Elemente, wo wir von der kleinsten Initiative an bis zu großvolumigen Projekten Zeugen der Heimat fördern wollen. Und wir sind sehr gespannt auf die einzelnen Anträge. Mit 5 Elementen fördern Sie Heimat ganz besonders. Eines davon ist der Heimatcheck. Welche Projekte profitieren davon? Mit dem Heimatcheck wollen wir künftig 1000 Projekte à 2000 Euro fördern, weil wir feststellen, dass es ganz oft ganz viele kleine Projekte vor Ort gibt, die aber eine große Wirkung erzeugen und wo es einfach nur mal ein paar Euros fehlt und das Ganze dann auch Bürokratieamt zur Verfügung stellen. Das ist ganz wichtig und deshalb ist der Heimatcheck der Möglichmacher für alle diese kleinen Projekte.